Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich stehe hier an Loins Lager am Fuße des Nebelgebirges und hier haben wir beim letzten Mal den Spalvi zurückgelassen und er erzählte uns hier irgendwas von Casa Doom. Herrje, wir werden mal schauen, ob wir denn tatsächlich heute noch nach Moria reisen. Also ich war fleißig die Woche und habe unser Stienchen tatsächlich schon für Moria vorbereitet. Bin also für alles präpariert, was da kommen mag. Ja, mal schauen, wie es weitergeht mit unserem Spalvi und vor allen Dingen mit unserem Bingo, der ja immer noch, oh, ganz verschollen ist. Group of dwarves came this way, bound for Khazad-dûm. Khazad-dûm, schöne Aussprache. Skorgrim hat viele Pläne in Bewegung gesetzt und jeder von ihnen benötigt wachsame Augen und aufmerksame Ohren. Infolgedessen habe ich vieles über die Geschehnisse in und um diese Berge erfahren. Eine dieser Geschichten könnte uns nun helfen. Man sagt, eine Gruppe von Zwergen aus den Eisenhügeln sei hier durchgereist und wolle sich Zugang zu den Hallen von Khazad-dûm verschaffen. Wenn wir ihrer Spur folgen würden, könnten Sie uns vielleicht den Weg eröffnen, um weiter nach unserem Freund Bingo zu suchen? Ich möchte mich nicht mit den Langbartanführern dieses Lagers unterhalten, um meine Herkunft nicht verleugnen zu müssen. Aber ihr solltet mit ihm reden und alles über diese Expedition nach Khazad-dûm herausfinden, was ihr könnt. Ja, das können wir natürlich gerne machen. Mit Gloin reden. Aus den Eisenbergen. Ja, die liegen ganz weit. Achso, vielleicht sollte ich die Aufgabe auch annehmen, sonst wird das hier nix. Group of dwarves came this way, Ich werde bound mal for die anderen hier Khazad-dûm. ausblenden. So, dann nehmen wir die Aufgabe mal an und sprechen mit Dorn. Ja, ich war gerade bei den Eisenbergen, Eisengebirge. Das liegt ganz weit im Osten, noch weit östlich des einsamen Berges. So, dann laufen wir mal, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ja. Wird das ein Tänzchen, junge Dame? Es sieht so aus. Auch nett. Nicht trödeln! Habt ihr diesen nutzlosen Grimhans seine Lektion erteilt, Stienchen? Ihr berichtet Loin kurz über eure Abenteurer in Gabilasan, wobei ihr Spivys Rolle bei der Flucht unter den Tisch fallen lasst. Als ihr Gloin von Bingos Sturz in das Höhlensystem erzählt, schüttelt er den Kopf und sein Bart flattert, als er mehrfach seufzt. Wenn er ein Zwerg wäre, hätte er sich vermutlich sogar gefreut, die Gänge zu erkunden. Aber ich fürchte, ein Hobbit hätte keine großen Chancen in diesen Höhlen. Selbst der alte Bilbo Beutlin war lieber an der Sonne. Und er war so viel Zwerg, wie man nur sein kann, ohne tatsächlich ein Zwerg zu sein. Ihr glaubt, dass euer Freund Bingo mit einem unterirdischen Fluss nach Süden, nach Khazad-dûm gespült worden sein könnte? Nun, das ist ein weiter Weg. Aber wenn ihr diese Hallen betreten wollt, befindet ihr euch in bester Gesellschaft. Vor kurzem ist hier eine Expedition durchgekommen auf dem Weg ins Land der Holzbäume. Wenn ihr ihnen nach Khazad-dûm folgen wollt, werdet ihr Bosi und seinen Cousin Brogur finden müssen. Sie führen die eiserne Garnison an. Ja, Vetter wäre eine schönere Übersetzung, weil älter gewesen. Und wir sollen jetzt mit Spalvi wieder reden. Das werden wir tun. Mal gucken, was der uns rät. Ja, es klingt ja jetzt wirklich alles nach einer Reise nach Moria. Ich bin gespannt. We have a long way to go if we are to reach the doors to Khazad-dûm. Ah, aber anscheinend keine direkte Reise. Die eiserne Garnison, wie? Hört sich für mich nach einer Menge Wachen und Bergarbeitern an. Ich frage mich, ob Sie wissen, was Sie in Khazad-dûm erwartet. Spivey lacht kurz. Vielleicht öffnet sich das Tor nach Khazad-dûm und Bingo steht pitschnass auf der anderen Seite und begrüßt Sie. Das wäre was, oder, Stienchen? Wir haben einen weiten Weg vor uns, wenn wir das Tor nach Khazad-dûm erreichen wollen. Dieser Langbart sprach vom Land der Holzbäume, ja? Das ist das Land Eregion. Ich war zwar noch nie dort, aber soweit ich weiß, ist es ein Land voll sanfter Hügel und Ruinen. Wir sollten zu einer der Ruinen im Norden reisen und dort herausfinden, was wir tun können, um der eisernen Garnison zu folgen. Also, es geht nicht direkt dorthin. Das ist schon mal ganz beruhigend. Wir sollen also in Gwyngris mit Spalvi reden. Ja, nach Gwyngris ist trotzdem kein einfacher Weg. Zum einen müssten wir erstmal nach Bruchtal. Das ist klar. Von Bruchtal gibt es dann die Möglichkeit, mit dem Stallmeister zu den weiteren
Stallmeistern hier zu reiten, eventuell hier nach Echad-Kandelef und dann weiter nach Süden, wenn man die Reisen noch nicht hat, sich vorkämpfen. Und ja, das ist ein weiter Weg. Auf jeden Fall, ich gebe zu, dass ich es mir an dieser Stelle einfach mache, weil ich noch ein paar Mithril-Münzen habe. Und diese Reise werde ich jetzt nicht tatsächlich unternehmen, sondern mich noch mit Mithril dorthin bugsieren. Das ist mir dann doch ein Mithril-Punkt wert, denn ich möchte euch ja an diesem Abenteuer und nicht an langweiligen Ritten durch die Wildnis. Wobei langweilig, schöne Gegend hier. So, ich werde einmal kurz mit unserem Herrn Spalvi reden. Ich war noch nie in diesen Landen, Stienchen, aber ich muss sagen, dass mein erster Eindruck nicht der beste ist. Es sind so viele Elben hier. Wollten die Mittelerde nicht verlassen? Was dauert denn das so lange? Spalvi brummelt eine Weile vor sich hin. Ich weiß, dass wir es eilig haben, damit wir die eiserne Garnison erreichen und in Khazad-dûm nach Bingo suchen können. Aber ich muss diesen Elben etwas beweisen. Neben schiefen Blicken und dahingemurmelten Beleidigungen habe ich auch mitbekommen, dass sich einige der Elben über Sumpfkriecher und Dunlandkrieger beschwert haben, die den Frieden im Land der Hulstbäume bedrohen. Lasst uns die Bedrohung beseitigen und den Elben so beweisen, dass man uns ernst zu nehmen hat. Ja, das können wir tun. Also, ein wenig hier jetzt schauen, dass wir, ja, Dunländer und Sumpflaura besiegen. Das werde ich tun und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe mich hier gerade bei den Dunländern eingefunden. Ihr findet sie übrigens hier unten ganz gut. Hier gibt es nämlich ein Dunländer Lager. Das, was hier jetzt rot markiert ist, das ist noch von einer anderen Aufgabe. Hier findet ihr ein Lager, dort findet ihr die Dunländer und die Hulsten. Wie heißen die? Diese Sumpflaura auf jeden Fall, die finden sich eigentlich im ganzen Gebiet hier. So viel einfach als Hinweis, falls ihr hier lange nicht mehr wart oder vielleicht auch noch gar nicht wart, dann braucht ihr also nicht lange nach den geforderten Opfern suchen. So, wir machen uns jetzt wieder auf dem Weg zurück nach Gwyngris, nehmen hier noch ein bisschen was an Material mit und ach, das ist sogar eine Aufgabe. Und werden uns dann gleich in Gwyngris wiedersehen. Wir eilen geschwind nach Gwyngris. Zu Spalvi zurück. Der Stolz unserer Siege sein darf, dass wir den Elben gezeigt haben, dass Hobbits, Zwerge ja wohl eher nicht, dazu taugen, schwere Gegner zu besiegen. Ihr habt getan, worum ich euch gebeten habe. Gut, gut. Diese Elben werden nun wissen, dass sie uns nicht unterschätzen sollten. Während ihr fort wart, habe ich mich auf die Suche nach jemandem gemacht, der bei meinem Anblick nicht angeekelt schnauben und mich wie eine solche behandeln würde. Gerade als ich dachte, ich würde außer Elben niemanden finden, traf ich eine liebreizende Abenteurerin. Und ist das zu glauben? Sie sagt, sie sei vor einiger Zeit begegnet. Ihr Name ist Harley Medesüß und sie ist gleich dort drüben. Sie hat nur in den höchsten Tönen von euch gesprochen, Stienchen, und ich war hoch erfreut, ihr sagen zu können, dass ich euer Gefährte in die Region bin. Ja, die kennen wir natürlich von den Rätseln. Von den Rätseln in den einsamen Landen. So, mit der sollen wir sprechen. Ja, wo ist sie denn? Sie wird hier. Ach, da ist sie gleich dahinter. Werden wir mal mit ihr sprechen. Hallo, Stienchen. Wie ich sehe, sucht ihr immer noch in der Wildnis nach Abenteuern. Ich habe euren Zwergenfreund Spalvi getroffen, aber ich kann euren Gefährten Bingo nirgendwo entdecken. Reist ihr noch gemeinsam? Er war so ein netter kleiner Kerl. Ihr erzählt Harley, dass ihr von Bingo getrennt wurdet, aber guter Hoffnung seid, ihn bald wiederzufinden. Oh, ich verstehe. Dann wünsche ich euch viel Glück. Bestimmt taucht er bald wieder auf. Mein eigener Gefährte hat sich, was die Schatzsuche angeht, als weit weniger fähig herausgestellt als erwartet. Und auch er ist verschwunden. Ich schwöre, dass ich Theodor für einen besseren Schüler gehalten habe. Wir beide sind hierher nach Eregion gereist, weil ich dachte, in den Elbenruinen hier bestimmt einen Schatz finden zu können, um ihm damit eine gute Lektion zu erteilen. Doch Theodor scheint einfach vollkommen lernunfähig zu sein. Ich habe ihn nach Süden, nach Pemba geschickt, um dort zu suchen, aber er ist noch nicht zurückgekehrt. Ich frage mich, ob er Pemba überhaupt gefunden hat. Wenn ihr nichts dagegen habt, könntet ihr vielleicht gen Süden nach Pemba reisen und die Ruinen nach meinem Schüler Theodor absuchen?
Vielleicht ist er den Halborks in die Arme gelaufen, die den Ort eingenommen haben. Aber wahrscheinlicher ist, dass er einfach keinen Schatz findet. Ja, dann wollen wir mal schauen. Pemba, das zeige ich euch gerne mal auf der Karte, das ist hier. Und da werden wir jetzt auf schnellstem Wege hinreiten und dann melde ich mich da. Bei euch. Für euch. Bis gleich. Ja, ich werfe gerade einen Blick zurück auf Pemba. Und das haben wir gerade erledigt. Nämlich 8 Halborks. Wir haben sogar gleich ein paar mehr genommen für eine andere Aufgabe. Die haben wir vernichtet und dürfen uns jetzt wieder zu Spivey begeben, der auf uns ja immer noch in Gwindris wartet. Ja, ihr Lieben, da habe ich aber gerade noch die Kurve gekriegt, denn ich habe mich mal hier daran gemacht, die Aufgabe tatsächlich doch nochmal zu lesen. Natürlich sollten wir auch noch nach Theodor Ginster Ausschau halten und mit ihm in der Mitte der Ruinen von Pemba sprechen. Deswegen bin ich hier wieder bei ihm zurück und spreche jetzt auch mit ihm. Steenchen, seid ihr auf der Suche nach Schätzen in dieses Land gekommen? Ich fürchte leider, ihr werdet in diesen Ruinen nichts finden, denn ich war zuerst hier und ihre Schätze sind nun mein. Ich habe bei Harley mit meinen Schatzsuchfähigkeiten schon schweren Eindruck gemacht. Kennt ihr dieses alte geflügelte Wort, der Schüler wurde zum Lehrer? Nun, ich glaube, bei mir und Harley steht dieser Zeitpunkt kurz bevor. Wartet nur ab, ihr werdet schon sehen. Theodor fuchtelt mit einem kleinen Lederbeutel vor euch herum. Seht ihr das? Ich habe ihn bei einem toten Halborg gefunden. Das ist bestimmt sein größter Schatz. Lasst uns nachsehen und denkt daran, dass ich ihn zuerst gefunden habe. Theodor öffnet den Beutel, wühlt darin herum und gibt ihn dann mit einem Schulterzucken euch. Nur ein paar Eisenscheiben. Auf manchen von ihnen sind kleine weiße Schmierereien, aber das ist bestimmt kein Schatz. Wenn ihr den Beutel zu Harley bringen würdet, vielleicht findet sie einen Wert darin. Ich werde hier bleiben und mich noch etwas umsehen, schätze ich. Ich bin mir sicher, dass es hier etwas von Wert geben muss. Wie könnte dem nicht so sein? Ja, und jetzt geht es zurück nach Gwyngris. Und mit einem schnellen Pony werden wir dann auch hoffentlich gleich da sein. Und jetzt sind wir endlich in Gwyngris und schauen mal bei dem Fräulein Mädesüß vorbei, ob sie denn jetzt zufrieden ist mit uns. Ihr überreicht Halvi den kleinen Beutel mit den Eisenscheiben und sagt ihr, dass sich Theodor in Sicherheit befindet. Nun, das ist immerhin etwas, schätze ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit diesem Beutelchen Nippes zufrieden war, aber wer kann schon sagen, was einen Wert hat und was nicht? Soweit ich erkennen kann, ist auf den Scheiben eine weiße Hand zu sehen, das Zeichen vieler Feinde, denen ich in diesen Landen begegnet bin. Wenn Theodor denkt, alle Schätze liegen in Truhen verborgen, muss ich meinen Unterrichtsplan wohl nochmal überdenken und wieder ganz von vorne anfangen. Harley Lachen hält in der Stille wieder und verstummt dann allmählich. Ihr Lächeln verwandelt sich zu einer besorgten Miene. Ihr denkt doch nicht, dass er das wirklich glaubt, oder? Herrje! Ja, wir sprechen jetzt erstmal mit Spivey und ich denke doch, ja, dass das unser Abenteuer für diese Woche war. Wir haben einen langen Weg hinter uns und Bingo ist immer noch verschwunden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Hobbit schon bald wiederfinden werden. Gebt die Hoffnung nicht auf, Steenchen. Harley Mädesüß ist eine Schatzsucherin und selbst wenn ihr Schüler kein Meister ist, so muss er zumindest ein Lehrling oder ein Geselle sein. Vielleicht können sie ja nicht nur Schätze finden, sondern auch Hobbits. Bert Bartelsmann hat die Ruinen von Gwyngris in Eregion gereicht. Na, dann schauen wir doch da auf jeden Fall noch einmal vorbei zum Schluss. Wo der Gute ist, schauen wir mal beim Stallmeister. Da ist er nicht. Achso, vielleicht steht er hier auch bei... Nein, steht er auch nicht. Wo hat er es denn erreicht? Der Gute. Hier oben hat er sich versteckt. Na, das ist ja was. Also hier ist die Anschlagstafel. Dort dürfte der Stallmeister sein, genau. Und hier steht sein schwer beladenes Pony. Und oben auf dem Turm wartet er, Bert Bartelsmann. Und jetzt schauen wir mal. Ja, es gibt wieder Karten. Diese Hutablage-Geschichte geht auch weiter. Ich habe mich dem nicht mehr weiter beschäftigt, wie die sich verändern oder so. Das weiß ich nicht. Was haben wir denn hier noch? Wieder eine Karte. Stechpalme. Ein Gewächs für draußen, denke ich mal, ein Baum. Auch mal schön, wieder ein neues Gewächs für den Garten zu haben. Ja, und dann gibt es hier wieder verschiedene
Ausrüstungsgegenstände, die uns jetzt persönlich wahrscheinlich gar nicht so viel weiterbringen, werde ich mir in Ruhe mal angucken. Aber dafür gebe ich die Bingo-Münzen jetzt doch ungern aus. Mal schauen hier zum Beispiel die Stiefel des Willens. Ja, das ist natürlich schon ganz anständig. Ich bin hier noch mit dem Angmar-Rüstzeug ausgerüstet. So, und eine Schrift der umbrafarbenen Ziege. Wollen wir noch eine Ziege haben? Ach komm, für die Ziege ist es uns das wert. Wir holen uns noch eine Ziege. Und dann schauen wir uns mal die. Oh, jetzt habe ich zweimal. Ich habe hier zweimal eine Ziege. Autschi Bautschi. Und ich kann die ja noch nicht mal weiterschicken, oder? Ah, Moment. Da haben sie ja doch was geändert, auch mit den gebundenen Sachen. Mal sehen. Das ist auch scheint gar nicht kontogebunden zu sein. Na, dann werde ich sicherlich einen anderen Charakter finden, der noch eine umbrafarbene Ziege gebrauchen kann. Ich werde sie mal rufen und dann schauen wir uns die kleine Ziege, die kleine Bergziege mal an. Auch die ist doch ganz niedlich. Ja, wunderbar. Gut, also, es geht also nicht direkt nach Khazad-dûm, wie ich befürchtet hatte. Es macht aber nichts, dann habe ich mich schon darauf vorbereitet. Nächste Woche mit Stufe 49 weiter. Also, da sind wir schnell. Dann wird die Woche etwas entspannter sein, hier oben in der Region zu questen. Ist eigentlich eine schöne Aufgabe. Ich mag die Gegend hier gerne und ich denke, da werden wir uns schnell einige Erfahrungspunkte zusammensammeln. Ja, das heißt, wir sehen uns dann also nächste Woche wieder. So denke ich, so hoffe ich, so verbleibe ich und wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Und lasst es euch gut gehen, habt viel Spaß im Spiel und gemeinsam werden wir dann irgendwann unseren Bingo wiederfinden. Bis bald, euer Eiko Weiß und Stinchen.